ARD. Trump gegen Harris, was bei der TV-Debatte besprochen wurde. Ausflug ins All. Zum ersten Mal werden Touristen im Weltraum einen Spaziergang machen. Und wie geht es weiter mit der Asylpolitik in Deutschland? Die Gespräche dazu sind gestern gescheitert. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen. Ja, heute am 11. September, Mittwoch, für euch am Mikrofon Uli Spinnrad in Köln und Lars Sänger. Ich sitze in Erfurt. Schönen guten Morgen. Tja, guten Morgen auch von mir. Es ist jetzt gerade kurz vor 5 und wir haben für euch die letzten Stunden Fernsehen geguckt. Das TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump im US-Präsidentschaftswahlkampf. Das war ja das einzige Duell vor der Wahl. Muss ja einen Vorteil haben, dass wir so früh aufstehen, nicht wahr, Uli? Es hat sich auch wirklich gelohnt, das müssen wir sagen. Ja. An ganz vielen Stellen war es nämlich durchaus unterhaltsam. An einer Stelle ist es sogar absurd geworden. Wir können mal reinhören. But the people on television saying their dog was eaten by the people that went there. You talk about extreme. This is, I think, one of the reasons why in this election I actually have the endorsement of 200 Republicans. Ja, an der Stelle erzählt Trump, dass Einwanderer in Springfield die Haustiere der Einwohner stehlen und essen. Und Harris reagiert darauf, dass solche absurden Aussagen ein Grund dafür sind, dass sich auch Republikaner schon von Trump abwenden. Also der Moderator insistiert und sagt, dass es Berichte gibt, wonach das auch nicht stimmt. Und Harris lacht Trump eben aus und das passiert an ganz vielen Stellen. Ja, das war tatsächlich häufig zu beobachten. Der Bildschirm war die ganze Zeit geteilt, sodass man auch immer die Reaktionen von beiden sehen konnte. Kamala Harris hat bei Trumps Ausführungen häufiger fast so ein bisschen mitleidig gelächelt und immer wieder den Kopf geschüttelt. Ja, auch als beispielsweise Trump sie als Marxistin bezeichnet hat. Ansonsten war die Debatte ein Ritt durch viele Themen, die die USA bewegen. Inflation, Steuerpolitik, Abtreibung, Migration, Energiepolitik und so weiter. Beide haben sich gegenseitig immer wieder vorgeworfen, falsche Nachrichten zu verbreiten. Und nach der TV-Debatte ist ja dann immer vor der Bewertung. Die nächsten Stunden und Tage werden zeigen, wer wen als Sieger interpretiert und warum. Das wollen und können wir gar nicht leisten. Das überlassen wir anderen. Aber wir können schon sagen, diese Debatte war echt eine Show. Also die war von allen Beteiligten minutiös geplant und echt gut vorbereitet. Ja, angefangen bei Kamala Harris. Die hat sich nach eigenen Angaben 5 Tage lang intensiv in stundenlangen Sitzungen coachen lassen. Trump hat das offenbar nicht für notwendig gehalten. Er hat natürlich auch die Frage bekommen, wie er sich vorbereitet hat. Antwort, ich habe mich mein ganzes Leben lang darauf vorbereitet. Das ist selbstverständlich. Was man ihm aber zugestehen muss, und er war und ist jetzt erst recht der Mensch mit den meisten TV-Debatten als Präsidentschaftskandidat. Das hat man schon auch gemerkt. Aber auch Harris' Erfahrung in öffentlichen Auftritten hat man gemerkt. Sie war ja lange Zeit Staatsanwältin in Kalifornien. Und auch für sie ist es, das hat man gespürt, kein großes Problem, schnell zu schalten und immer wieder auch ganz spontan zu argumentieren. Interessant fand ich zumindest, waren auch die echt harten und vorher festgelegten Regeln, Uli. Es gab ja kein Publikum, es war immer nur das Mikrofon desjenigen geöffnet, der gerade gefragt war und geredet hat. Jede Antwort durfte 2 Minuten lang sein, danach durfte der jeweils andere darauf 2 Minuten erwidern und es haben sich eigentlich auch beide dran gehalten. Ja, und diese zeitlichen Begrenzungen, das fand ich auch spannend. Du hast ja erst vor ein paar Wochen selbst auch erlebt, ne, was passiert, wenn es keine gibt. Ich habe dich gesehen, als du im MDR-Fernsehen die Spitzenkandidatenrunde vor der Landtagswahl in Thüringen moderiert hast, habe ich als Vorbereitung auf den Podcast geguckt. Und das war dann schon auch ein ziemlich wildes Durcheinander stellenweise, oder? Wie hast du das als Moderator erlebt? Ja, ich teile das. Ich habe tatsächlich 2 Spitzenkandidatenrunden moderiert, eine mit und eine ohne Redezeitbegrenzung. Die Runde mit Begrenzung war deutlich disziplinierter und geordneter als die, die du jetzt gerade angesprochen hast. Man konnte da definitiv besser folgen. Also wirklich keine Frage. Aber eine Redezeitbegrenzung führt eben auch immer dazu, dass es weniger emotional zugeht. Und ob das ein Vorteil ist, das weiß ich nicht so richtig. Also denn mir persönlich sind Emotionen eines Kandidaten durchaus wichtig. Da kriegt man einfach ein besseres Bild, finde ich. Ja, das stimmt. Fakt ist ja auch, so ein Setting wie in den USA, Harris gegen Trump, das ist ja bei uns in Deutschland gar nicht mehr vorstellbar, ne? Ja, das bringt die Zeit mit sich, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zu dem gehören wir ja auch, der ist zur Ausgewogenheit verpflichtet. Eine gute Sache, wie ich finde. Nehmen wir mal die Bundestagswahl 2021. Da musste es, weil es ja auch mehrere aussichtsreiche Kandidaten gab, im Rennen ums Kanzleramt ein Triell geben. Olaf Scholz gegen Armin Laschet und Annalena Baerbock wirkt schon irgendwie wie aus einer anderen Zeit. Aber ich sag's mal so, die nächste Diskussion, die steht auf alle Fälle an, wenn nächstes Jahr zum Beispiel die AfD einen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin benennt. Kurzum,
es werden bei uns auch in Deutschland eher mehr als weniger in so einer TV-Debatte. Tja, aber jetzt wird erstmal in den USA gewählt. Und zwar konkret am 5. November, ist noch ein bisschen hin. Tja, und wenn eines ganz sicher ist im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dann ist da eigentlich nichts wirklich sicher. Es kann auch jede Menge passieren, auch nach dieser TV-Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Unsere Kurznachrichten. Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung zu verbessern. Bis jetzt müssen nur staatliche Einrichtungen dafür sorgen, dass sie barrierefrei zugänglich sind. In Zukunft sollen auch Unternehmen verpflichtet werden, Produkte und Dienstleistungen barrierefrei anzubieten. Die Pläne stehen im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Erst jetzt wurde aber ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht. VW hat jetzt auch formell die Tarifverträge der Mitarbeiter gekündigt. Unter anderem auch die sogenannte Beschäftigungssicherung, die es seit 1994 gab. Damit sind ab dem kommenden Jahr Kündigungen möglich. VW ist einer der größten Arbeitgeber im Land. Allein in Deutschland arbeiten mehr als 120.000 Menschen für das Unternehmen. 2:2 gegen die Niederlande. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat auch im zweiten Nations League Spiel eine durchaus vielversprechende Leistung gezeigt. Nach dem 5:0 Sieg über Ungarn im ersten Spiel hieß es gestern Abend in Amsterdam 2:2. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist zufrieden mit der Leistung. Klar haben wir viel Weltklasse auf dem Feld, die aber auch bereit ist, sich nach wie vor zu verbessern. Und die Kombination lässt viel Gutes in der Zukunft sehen, hoffentlich. Das nächste Spiel findet dann im Oktober in Bosnien-Herzegowina statt. Eieiei, das ist laut. So hat sich das gestern angehört, als es dann endlich soweit war. Der erste privat finanzierte Weltraumflug, bei dem es sogar einen Weltraumspaziergang geben soll. Endlich, Uli, höre ich daraus, dass du Weltraumtourismus-Fan bist. Na, geht so, ehrlich gesagt. Also das endlich habe ich eigentlich ein bisschen mehr darauf bezogen, dass die Besatzung schon mehrfach versucht hat, ins All zu fliegen. Das ist dann aber immer wieder an technischen Problemen oder auch am schlechten Wetter gescheitert. Aber gestern gegen 11.15 Uhr war es dann soweit. Die Falcon 9-Rakete ist tatsächlich abgehoben und ins All gestartet. Das ist irgendwie eine verrückte Sache. Ne? Das ganze Projekt ist ja komplett privat finanziert. Dahinter steckt, ich sag mal quasi als Reiseveranstalter, das Unternehmen SpaceX, gegründet von Elon Musk. An Bord sind 4 Leute, nämlich der Milliardär Jared Isaacman, 2 Ingenieurinnen von SpaceX und ein ehemaliger Kampfpilot. Ne? Fakt ist, all diese Menschen, die sind keine professionellen Astronauten, sondern Weltraumtouristen in diesem Fall. Das hat es noch nie gegeben und auch ihr Vorhaben, nämlich ein privater Weltraumspaziergang, der setzt eben damit jetzt nochmal völlig neue Maßstäbe. Ja, und weil wir gerade von privat finanziert reden, so richtig damit rausdrücken, was der Weltraumtrip kostet, will Milliardär Isaacman allerdings nicht. Er ist das natürlich gefragt worden, aber er hat einfach nicht darauf geantwortet. Jetzt kann man also über diesen Preis und auch was es kostet, ein Raumschiff zu chartern, nur spekulieren. In den USA schätzen manche jedenfalls Kosten von etwa 200 Millionen US-Dollar. Das ist ganz schön teuer für 5 Tage im Einraumapartment und zwar ohne Spa und auch ohne großes, leckeres Buffet. Ja, aber Spaß beiseite. Ne? Das Ganze ist tatsächlich keine reine Gaudi-Veranstaltung für Superreiche. Das kann man jedenfalls nicht sagen. Zum einen ist es nämlich so, dass sich die Besatzung 2,5 Jahre auf den Ausflug vorbereitet hat. Also von wegen eben mal schnell Weltraumurlaub gebucht und weg. Das geht nicht. Und an Bord wird auch geforscht. Insgesamt wird die Besatzung auf ihrer Mission 40 Experimente durchführen. Außerdem werden die neuen Weltraumanzüge von SpaceX getestet, nämlich darauf, ob sie auch für Reisen zum Mars geeignet sind. Ja, und interessant ist auch, dass dieser erste privat finanzierte Weltraumflug mit Weltraumspaziergang selbst für Raumfahrtdimensionen kein Kurztrip ist, sondern eher eine Fernreise. Die Crew will eine Höhe von 1400 Kilometern erreichen. Das wäre die höchste Umlaufbahn, auf der Menschen die Erde jemals umkreist haben. Wäre also ein neuer Rekord. Ja, episch auf alle Fälle. Ne? Jetzt weiß ich nicht, ob der geplante Weltraumspaziergang dann auch als extra Ausflug noch dazu gebucht werden musste oder nicht. Fakt ist, sie wollen ihn vermutlich morgen machen, in 1400 Kilometern Entfernung zur Erde. Ungefähr 20 Minuten wird er dauern. Ich sag's mal so, das gibt auf alle Fälle Selfies für die Ewigkeit. So, wir haben euch ja gestern an dieser Stelle gefragt, was denkt ihr eigentlich darüber, dass ab Montag an allen Grenzen stärker kontrolliert werden soll und dass Menschen, die schon woanders in der EU einen Asylantrag gestellt haben oder ihn stellen könnten, an der Grenze zurückgewiesen werden sollen?
Einige von euch haben sich auch gemeldet. Ursula zum Beispiel hat uns per WhatsApp geschrieben, dass sie das richtig und wichtig findet. Sie findet, dass wir anders der Lage nicht mehr Herr werden, auch wenn es zeit- und personalintensiv ist, die Grenzen zu kontrollieren. Ein bisschen anders sieht das Alex aus Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich finde die Debatte um die Migrationspolitik ziemlich schwierig. Zu einem, weil wir, glaube ich, wichtigere Probleme in diesem Land haben, die wir anzugehen haben. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass die Mitmenschen mit Migrationshintergrund immer als Sündenbock dargestellt werden oder ihnen die Schuld für alles zugetragen wird. Und da frage ich mich, was macht das denn eigentlich auch mit den Mitmenschen? Also es ist ja nicht so, als würden die von der ganzen Debatte, die betroffen sind, nichts mitbekommen. Ja, danke Alex für diese Voice-Nachricht und mal ganz generell gesagt, wenn ihr uns erreichen wollt und uns eure Meinung zu welchem Thema auch immer sagen möchtet, dann könnt ihr das immer tun, immer gern. Die WhatsApp-Nummer, die findet ihr hier unten in der Folgenbeschreibung. Tja, die Reaktionen auf die Pläne von Bundesinnenminister Nancy Faeser sind generell sehr unterschiedlich ausgefallen, nicht nur bei Ursula und bei Alex, wie wir gerade gehört haben, auch bei den Menschen, die wir am Grenzübergang zwischen Deutschland und Belgien mal gefragt haben. Normal, richtig, schon länger machen müssen. Ja klar, besser als wenn einer abgestochen wird. Viel früher hätte das kommen müssen. Also ich glaube nicht, dass das zielführend ist, weil das ist viel zu willkürlich. Ich glaube nicht, dass es wirklich das Ergebnis bringt, was es wahrscheinlich bringen soll. Ja, Grenzkontrollen machen schon Sinn. Also von daher ist schon angebracht, denke ich mal. Also ich empfinde das nicht als schlimm. Ich kenne das nur von früher, wo wir halt eben ständig kontrolliert wurden, wo die ganzen Zollämter noch existierten. Da war das gar kein Problem. Also mir macht es nichts. Also Fakt ist, 3 von 4 Menschen in Deutschland wollen, dass sich die Asyl- und Flüchtlingspolitik in Deutschland so ändern muss, dass weniger Menschen zu uns ins Land kommen. Also das hat zumindest das Ergebnis im ARD Deutschland-Trend vergangene Woche vermuten lassen. Und klar, vermutlich wird das Thema auf Omas 80. genauso diskutiert wie am Stammtisch, in den Kantinen und aber eben und vor allem in der Politik, wo ja letztendlich auch die Entscheidungen getroffen werden müssen. Nicht wahr? Und deshalb haben sich gestern auch wieder die Bundesregierung und die Opposition getroffen, genauer gesagt die Union aus CDU und CSU, weil sie eigentlich gemeinsam darüber sprechen wollten, wie man etwas in Sachen Migrationspolitik ändern kann. Aber es gab kein Ergebnis. Die Union hat die Gespräche abgebrochen, weil die Pläne der Bundesregierung der Partei nicht weit genug gehen. Es sei keine Wende in der Asylpolitik, sagt die Union, sondern nur eine Verbesserung. Ja, immerhin möchte man sagen. Aber schauen wir uns erstmal vielleicht ein bisschen genauer an, was die Bundesregierung da eigentlich konkret plant. Die Innenministerin Nancy Faeser hat ja konkrete Vorschläge gemacht. Im Kern geht es darum, Menschen, die schon in irgendeinem EU-Staat Asyl beantragt haben oder das gekonnt hätten, weil sie zum Beispiel über Bulgarien oder Griechenland eingereist sind, auch dorthin zurückzuschicken. Ja, der politische Begriff dafür ist Dublin-Verfahren, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört in den letzten Wochen. Das gilt innerhalb der ganzen EU. Und das heißt, da wo ein Flüchtling als erstes den Boden der EU betritt, muss er auch Asyl beantragen. Und erst danach werden die Menschen auf die europäischen Länder verteilt. Soweit zumindest die Theorie. In der Praxis klappt das oft nicht. Viele Menschen reisen nämlich heimlich ein und reisen dann auch direkt weiter, also zum Beispiel auch zu uns nach Deutschland und beantragen dann erst hier bei uns Asyl. Herr Innenministerin Faeser will jetzt an den Grenzen zu Deutschland dieses Dublin-Verfahren und zwar im Schnelldurchlauf und das ist die eigentliche Neuheit stattfinden lassen, deshalb auch die Grenzkontrollen. Dann soll die Bundespolizei prüfen, wer kommt da eigentlich an, also hat die Person schon irgendwo in der EU einen Asylantrag gestellt oder stellt sie ihn erst jetzt in diesem Moment zum ersten Mal an der deutschen Grenze. Ja, dann soll sogar geprüft werden, ob diese Person möglicherweise sogar in Haft kommt, bis ihr Status geklärt ist. Das Ziel, die Menschen sollen so nicht mehr untertauchen können, so ist das wohl immer wieder passiert bislang. Und die Union rund um Friedrich Merz, die will das sogar noch drastischer. Sie will nämlich, dass die Menschen direkt an der deutschen Grenze dahin zurückgeschickt werden, wo sie hergekommen sind. Also in das Land, wo sie zum ersten Mal die EU betreten haben. Jetzt machen sich beide Seiten für das Scheitern der Gespräche verantwortlich und die Union will jetzt auch gar kein weiteres solcher Treffen mehr. Die Ampel dagegen, die signalisiert weiter Gesprächsbereitschaft mit Blick auf die Union. Aber zur Wahrheit gehört auch, die Regierung muss das Thema Migration eigentlich gar nicht mit der Opposition besprechen, auch wenn der CDU-Chef Merz diesen Eindruck erwecken möchte. Die Regierung kann ihre Pläne, wie wir eben sie auch beschrieben haben, nämlich auch ohne die Stimmen der Union problemlos durchsetzen. Aber einige unserer Nachbarländer, zum Beispiel Österreich, Polen und Tschechien, haben die Pläne der Bundesregierung auch schon kritisiert. Man werde keine Menschen zurücknehmen, die an den deutschen Grenzen abgewiesen werden. Also auch das spielt eine Rolle. Deutschland kann in Sachen Migration und Asylpolitik nicht einfach irgendwas im Alleingang machen, was es will. Da braucht es schon die Unterstützung der Nachbarländer.
So, das war's für heute auch schon wieder. Danke fürs Zuhören, sagen Uli und ich. Genau, danke fürs Zuhören. Und morgen an dieser Stelle dann wieder Lars, der hält die Stellung, aber dann mit Magda statt mit mir. Macht's gut, ciao. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.